Oh, geil. Zartes Pfund. Nice. Oh, nice, so goldener Juice, Alter. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder übelst. Schöner Edberg. Edberg Fermentation. Edberg. Wir haben wieder ein Artback. Ich sag mal, zu den letzten Artbacks, alle, die wir hochgeladen haben, oder seit wir eigentlich den Kanal machen, bis auf die Standard Ranges, war immer eine Enttäuschung. Nice. Wenn man so fair mal ist. Ganz die Effekt. Aber wir haben Durchhaltevermögen. Deswegen steht die nächste Woche. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe auch wieder Bock. Ja, also ich bin gespannt auf den 13-jährigen Artback. Artback hat die neue Anthology-Reihe rausgebracht. Das ist hier der erste Teil davon. Ist ein 13-jähriger Artback mit 46% abgefüllt. Und das Ganze war gelagert in sowohl Bourbon als auch französischen Süßweinfässern. Sauternfässern, genau. Nice. Genau, wer Sautern kennt, ist halt einfach ja extremer Süßwein. Vom Zuckergehalt finde ich das ganz interessant. Da hat er immer so, sagen wir mal, 100 bis 200 Gramm pro Liter. Ein PX hat dann schon an die 400. Und das Ganze gereift auf Eila, gemacht von Artback. Ja. Also ein rauchiger Whisky haben wir jetzt hier. Keine Filtration, kein Farbstoff. Sieht aus ein bisschen wie eine Golden Shower, aber. Gut. Habe ich auch keinen Bock mehr. Weil es tatsächlich seit langem mal wieder einer, auf den ich so ein bisschen Bock habe. Ja. Man muss sagen, 140 Euro kostet der. So viel wie der Heavy Vapors, den wir letztens auch mal hatten. Ja, der Season Enttäuschung war eigentlich. Ja, aber immerhin, wie gesagt, diese 13 Jahre, da wird schon mal einiges passieren. Und der Sauternanteil ist eine Vollreifung. Genau. Vollreifung Bourbon, Vollreifung Sautern. Gemischt ist übrigens auch interessant, weil der Harpy's Tail, also die Harpy, ist ja ein Fabelwesen. Das ist halt einfach ein Adler mit einem Menschenkopf. Also zwei Sachen. Ich denke, dass die ganze Serie in die Richtung halt geht. Also immer irgendwie Fabelwesen mit zwei Kreaturen, einmal Bourbon, einmal Sautern. Und vor allem das Tier, halb Mensch, halb Vogel, passt ja zu keinem besser als zu Kai. Deswegen würde ich auch sagen, ich übernehme die ehrenvolle Aufgabe und schicke euch heute ganz nach meiner Art in den Whisky-Porn. Nice, so Porn wie immer, damn, Alter. Nice geklatscht auf jeden Fall. Ja, wir haben schon einige andere Artback-Videos hochgeladen. Schaut es euch einfach mal an. Noch nice Fakten. Spannend uns auf den. Können wir jetzt reinhaben. Absolut. Let's go. Wir gehen rein. Okay, also als allererstes, was ich sagen will, ich bin froh, dass man diesen Sautern spürt. Ja. Und nicht nur, dass es wieder so drüber reden ist. Und kriegst halt nicht raus, aber du hast sofort so ein. Ja, ich finde es geil bei Sautern, das ist halt eine Weintraube, die mit einem Pilz befallen wird, um den Sautern im Endeffekt herzustellen. Und es riecht sofort wie so ein Pilz oder so ein edelfauler Schimmel. Ja. Aber geil so, halt. Ich finde auch, der hat eine Fruchtigkeit am Start. Was mir gefällt, abgesehen jetzt von den anderen, was wir da so hatten, dass ich jetzt nicht so eine krasse Schärfe einfach habe. Ja. Also sofort, gut, als 46%, die spürt man ein bisschen, soll auch so sein. Mhm. Aber ich habe halt keine krasse metallische Schärfe. Nein. Genau, also man merkt einfach, dass man schon weit über den New Make raus ist und man hat halt einfach keine solche metallische Schärfe mehr drin, kein Kupfer. Ja. Was ich ergänzen wollte, ich finde nämlich erstmal Artback bleibt ein Artback. Also ich muss sagen, es ist in jedem Fall bei allem, was schon genannt wurde, ein Artback. Trotzdem kommt dieser Sauternanteil und ich würde es mit Pilz bzw. so einer Art Fäulnis fast, also es klingt nicht geil, aber das ist es so ein bisschen so wie Hefe, die arbeitet auch. Das habe ich hier im Glas und das kombiniert mit dieser Süße von den Weinfässern auch ein bisschen. Also aber ich finde diese Süße, ich finde es auch extrem so Zitrone, Alter, so ein Zitronenkuchen. Ich finde schon auch, dass die Süße nochmal so hervorsticht. Also ist schon ein starker Anteil an Süße. Aber es ist ja auch wie so ein Hefeteig, der gerade aufgeht. Ja, ein bisschen Cannabis, like wer es kennt. Ja, aber wirklich. Insgesamt muss ich sagen, also meine Erwartungen bei Artback sind immer ein bisschen, nach den letzten, immer ein bisschen verhalten. Hier hatte ich echt Bock drauf und bisher finde ich ihn schon. Begeistert er auch mich ein bisschen. Also ich finde ihn tatsächlich ziemlich mild, aber er kommt auch relativ voll daher. Also er hat schon eine Tiefe, aber mild. Alles so verhalten, alles so ganz gechillt. Also man merkt sofort, dass es ein Artback ist, aber trotzdem finde ich ihn gar nicht so rauchig. Ich denke aber, im Mund wird sich das wieder ändern, aber wahrscheinlich. Das der Nase ist ja gar nicht so. Genau. Das ist echt nicht so präsent, was ich noch als Sorte nochmal hervorheben will, weil ich vorhin bei der Zitrone so war. Und das ist original, wenn du so eine Zitrone
Abreibsch. Genau, original, ja. Mann. Und ich muss ehrlich sagen, von der Nase finde ich gerade der beste Artback, den wir jetzt in den letzten Jahren gedreht haben. Ja, so ist es. Mit Abstand, Alter. Kann echt. Oder kommt auf jeden Fall hin. Ah, ich glaube, da gehe ich mit. Also, das klingt jetzt für euch daheim vielleicht noch. Tschüss, okay, der sagt, das ist der beste Artback der Welt. Ja, nee, aber ich meine halt die, wo wir da vorgedreht haben. Wie Vapors, Alter. Ja. Also, das war kraftig ein bisschen. Ja, chill, Alter. Das denkt er. Ist ja auf jeden Fall in der Nase alleine schon nicht der geilste Artback, den wir jemals hatten. Das auf gar keinen Fall. Aber ich finde ihn richtig geil. Aber der ist echt geil. Ja. Ich finde jetzt auch rein von der Nase erstmal 140 Euro. Klar, Artback immer ein bisschen teurer, 140 Euro ist schon krass, aber ich finde jetzt, wenn er im Mund abliefert, sag ich, hätte ich ihn nicht. Ja, wenn wir im Vergleich Heavy Vapors als Beispiel, das ist die Nase, Alter, die rasiert ihn im Runde, den kribbelt ihn dreimal aus und bricht Schienbein mit Absicht. Auf jeden Fall. Und kriegt meine Karte. Also, Blanche. Krass. Ich habe mit wesentlich mehr Rauch gerechnet. Ja. Wobei jetzt so im Abgang kommt schon Rauchigkeit. Also richtig Artback einfach, wie du es kennst. Ja. Aber so hinten raus. Also ja, genau. Weil ich fand ihn auch relativ mild am Anfang. Das wollte ich auch sagen. Und sehr süß. Ja. Außen süß. Wieder so Zitronenabrieb, finde ich. Und auch ein bisschen Terra im Abgang. Also dieser Artback kann sich ja nicht verstecken. Null. Nee, das auf jeden Fall muss man natürlich mögen. Ja, In dem Fall finde ich es auch echt geil. Aber mir gefällt das, was davor kommt, noch besser. Also so ein Touch von so einem fruchtigen Weißwein bisschen irgendwie. Ja, perfekt. Das passt ja. Und das ist auch das, was du im ersten Mundkontakt hast. Du hast diese fruchtige, mildere Weinnote, Zitronensäure. Ja. Und dann wandelt er sich in dem Moment, wo du ansetzt zum Schlucken, zu so einem dreckigen Asphaltfahrzeug, das dir über die Zunge scheppert. Ja, mit Gerste auf der Straße. Genau, wobei scheppern tut er nicht, finde ich. Der ist die ganze Zeit mild, aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber der legt schon eine ordentliche Teerröst-Rauchschicht auf dich drauf. So, bist schön in Italien im Urlaub. Du bist an so einem Zitronenstand und halt so ein Fahrzeug und schüttet ein bisschen Teer drauf. Klassiker, kennt man. Kennt man. Klar. So, ich finde gerade in der Nase original diese Weihnachtskekse mit diesen Zuckerdinger drüber. Also wie Shortbread eigentlich, nur so Zuckerstreusel. Ah, jetzt diese weißen Zuckersterne drauf. Nee, auf keinen Fall. Was ist das? Wie als ob der Hautzucker auf den normalen Keksen da ist, diesen zu groß. Ah, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, genau danach. Damn, kommt die Nase gerade, finde ich. Ja. Das ist auch so ein bisschen so ein, noch so ein getreidigen Touch, den man auch so ein bisschen an, wie so Brot oder sowas. Ja. Aber 13 Jahre finde ich schon, er bringt mir das, was ich für einen 13-Jährigen auch so ein bisschen erwarte oder mir vorgestellt habe. Also ist jetzt nicht deutlich, er wirkt jetzt nicht deutlich jünger, aber auch definitiv natürlich nicht älter. Ich finde ihn gerade richtig nice und ich bin auch echt froh, dass ich ihn jetzt schon wieder 140 Euro in den Müll geworfen habe. Also ich finde ihn auch richtig gut. Trotzdem muss ich sagen, natürlich 140 auf jeden Fall zu viel. Schon aber viel. Zumindest jetzt mal nicht so viel zu viel wie bei den anderen. Fakten. Deswegen, vor allem, da es sich auch um eine Serie handelt und klar, Artback kann Marketing natürlich, wer die Serie voll haben möchte und vielleicht trotzdem auch die Bottle öffnen möchte, macht hier jetzt eigentlich nichts falsch. Ja. Ist nicht nur was für die Flipper, sondern auch was für die Genießer. Ja. Für die Sipper. Für die Sipper. Für die Sipper. Sie können auch gerne auf die Whisky-Base-Bewertung kommen. Ja, sehr gern. Weil ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich steig direkt mal ein und mach's kurz 85. Ganz genau, da bin ich auch. Drüber gehen kann ich nicht, aber ich finde 85 trotzdem eigentlich ziemlich gut. Ja, Facts. Also ich bin eher bei 86 bis 87. Mhm. Das trifft halt einfach voll meinen Geschmack. Krass, ich muss echt an diesen Zitronenabrieb riechen und ich finde das, das macht, das ist einfach so in meinem Kopf drin, dass ich das halt einfach echt geil finde. Ich würde 86,5 nehmen, weil ich finde ihn echt nice. Fair, kann ich nichts sagen, Mann. Ich bleib auch bei den 85. Einfach, aber der ist solide, der ist einfach... Du kriegst eine Flasche flippen willst, dann mach 89. Ja. Okay, 89. 91. Nein, 85 finde ich fair. Ich kann aber dich nachvollziehen. Ja. Wenn du sagst 86, 87, ist jetzt auch wieder so ein typischer Whisky, bei dem ich mich mega aufs Recap freue. Mhm. Weil ich glaube,
Ich bin echt gespannt, was beim zweiten und dritten Mal trinken hier mit dem passiert und auch mit meiner Whisky-Base-Bewertung passiert. Und das zweite und dritte Mal trinken ist hier ein sehr guter Punkt, weil den wird man auf jeden Fall noch öfter sippen. Genau, dieser richtig. Heavy Vapors, den sippst du einmal. Ja, okay, geil, war eine geile Idee und so. Ja. Aber dann fahrt's ab, weil du brauchst nie wieder trinken. Den und den kannst du sippen, einfach weil er echt nice ist. Ja. Genau, Facts. Ja, und deswegen auch von mir die 85. Sehr gern. So, jetzt haut ihr mal noch in die Kommentare, habt ihr schon lange nicht mehr gemacht. Fact. Was würde ihr diesem Aal hier geben, wenn ihr ihn schon gesippt habt? Ja, wenn nicht. Beziehungsweise, falls die Bottle noch zu ist und ihr ihn flippen wollt, wie viel wollt ihr dafür? Wieder tschüss. Ciao.